das Gaskraftwerk Irsching bei Ingolstadt. Kraftwerke wie diese sollen bei der Energiewende eine tragende Rolle spielen. Denn Irsching hält den Weltrekord für seinen Wirkungsgrad. Mit relativ wenig CO2-Ausstoß wird über 60% der Energie des Erdgases in elektrischen Strom umgewandelt. Der Rest verpufft. Es spricht also alles dafür, dass in Irsching die Turbinen heiß laufen. Doch weit gefehlt. Der Weltrekordhalter läuft auf halber Kraft, weit unter seinem Potenzial. Dafür laufen Deutschlands Braunkohlemeiler auf Hochtouren, wie hier im sächsischen Boxberg. Ein Paradox. Braunkohle erlebt eine Renaissance, weil das wichtigste Instrument im Klimaschutz, der Emissionshandel, Klimasünder, nicht ausreichend bestraft. Das liegt sicherlich daran, weil im Augenblick der Preis für Emissionsberechtigungen relativ niedrig ist. Es ist also billig, Emissionsberechtigungen am Markt zu kaufen. Im Augenblick liegt der Preis bei 7 Euro. Wenn er bei 17 oder 27 Euro liegen würde, dann wäre das sicherlich umgekehrt. Dann würde Irsching laufen und die Braunkohlekraftwerke würden ein Stück weit reduziert werden, weil ja für jede Tonne CO2 eine Emissionsberechtigung abgegeben werden muss. Und das heißt im Zweifelsfall dann am Markt gekauft werden muss. Und wenn Sie Braunkohle verstromen, dann haben Sie 2- bis 3-mal, teilweise bis 4-mal so hohe Emissionen, als wenn Sie ein so hocheffizientes Gaskraftwerk betreiben wie in Irsching. Dreckige Braunkohle statt klimafreundliches Erdgas verstromen. Der Preisverfall für die Zertifikate im europäischen Emissionshandel macht es möglich. Für die ca. 11.000 Teilnehmer, Stahlwerke, Energieerzeuger und andere CO2-intensive Betriebe sind die derzeit 7 Euro pro Tonne CO2 kaum ein Anreiz, um ihre Emissionen zu reduzieren oder in klimafreundliche Technologien zu investieren. Der Emissionshandel ist faktisch zum Erliegen gekommen, weil die Politik entscheidende Entwicklungen nicht vorhergesehen hat. Der Preisverfall, den wir jetzt aktuell erleben, geht in erster Linie auf zwei Faktoren zurück. Der eine Faktor ist natürlich die Wirtschaftskrise im Jahr 2009. Das hat bewirkt, dass weniger Emissionsberechtigungen gebraucht wurden, weil die Emissionen zurückgegangen sind. Und diese jetzt im Markt befindlichen Emissionsberechtigungen sind natürlich da und drücken den Preis. Das ist eine Frage von Angebot und Nachfrage. Und der zweite Punkt ist, wir sind beim Ausbau der erneuerbaren Energien, die ja dann auch fossile Energieträger überflüssig machen, schneller und stärker vorangekommen, als das ursprünglich projiziert war. Um den europäischen Emissionshandel zu stärken, müsste der Preis künstlich angehoben werden. Doch dagegen sträubt sich die deutsche Industrie. Das Wirtschaftsministerium sieht keinen Grund, in die Preisbildung im Emissionshandelssystem einzugreifen. Eine Sicht, die man im Umweltministerium nicht teilt. In dieser historisch einmaligen Situation müssen wir vielleicht mal eingreifen, ex post, im Nachhinein und sagen, wir nehmen Überschüsse aus dem Markt raus, die uns daran hindern und auch die Industrie daran hindern, das richtige Preissignal zu bekommen. Überschüsse an Zertifikaten beseitigen oder nicht? Nur das Kanzleramt schweigt zu dieser Frage. Letztendlich wird über den krankenden Patienten Emissionshandel aber auch nicht in Berlin, sondern in Brüssel entschieden werden. Wenn man einen größeren Anreiz für Emissionsminderungsmaßnahmen auch im Emissionshandel setzen will, dann wäre es am besten, wenn auf europäischer Ebene das Gesamtziel von -20 auf -30% bis zum Jahr 2020 angehoben wird mit einem entsprechenden Anstieg des Preises für Emissionsberechtigungen auch, sodass dann Klimaschutzmaßnahmen sich wieder stärker lohnen würden, als sie es jetzt tun. Es liegt also an Europa, wieder einen angemessenen Preis für seinen CO2-Ausstoß zu finden und so die Grundlage für eine kohlenstoffneutralere Zukunft zu schaffen.